Ja, hallo und herzlich willkommen zur Streckenvorstellung der clangemein.de Formel 1 Liga. Und ja, mein Name ist Geistkult und ich werde euch heute die Strecke wieder präsentieren. It's Singapur, Baby! Singapur! Im Jahre 2008 fand hier das erste Nachtrennen der Formel 1-Geschichte statt. Und im letzten Jahr, also die dritte Auflage, wir spielen das Ganze nächsten Sonntag nach. Und ohne große weitere Umschweife lade ich mein Setup, gehe auf die Strecke und dann wollen wir mal schauen, was uns hier in der tiefschwarzen Nacht erwartet. Also erstmal sollte man die letzte Kurve kriegen. So, auf die Start-Zielgerade, Anbremspunkt zur ersten Schikane, links, rechts über den Grandstein, wieder links rum, ganz eng an der Mauer vorbei hier, unter dem Highway durch, zu einer langgezogenen rechts. Kurve, auch hier kommt die Mauer immer näher. Und dann geht's aufs Raffles Boulevard, die längste Gerade. Leichter Knick hier drin und damit auch die beste Überholmöglichkeit. Kommen wir später noch zu. Nächste Linkskurve, anbremsen, die Curves mitnehmen. Jetzt kommen wir in den engen Teil der Strecke. Gerade noch so rumgekommen hier. Bisschen den Bremspunkt verpasst. Der Curve in ist etwas tricky bei der Rechtskurve gewesen. Die Linkskurve hier kann man sich schön raustragen lassen. Dann geht die kurze Gerade runter in Richtung Singapur Snake. Singapur. Mir fällt es nicht ein. Tut mir leid. Sagen wir mal nochmal. Rechts, links ebenfalls flüssig zu nehmen. Was heißt ebenfalls? Die einzige flüssige Schikane. Über die Anderson Bridge um die Schikane rum. Ich hänge ein bisschen hinterher, merke ich gerade. Auf die nächste kurze Gerade. Die ist ebenfalls eine Brücke. Zurück zum Festland. Enge Rechtskurve, hier sind sich Nick Heidfeld und Adrian Sutil vor 2 Jahren mal in die Quere gekommen. Wiederum leichter Linksknick. Und jetzt kommen die 90-Grad-Kurven rechts, links. Das hier ist die Nelson-Piquet-Kurve. Dann ebenfalls eine 90-Grad links durch die Tribüne durch. Durch die Zuschauertribüne rechts. Und dann kommt nochmal 90 Grad. Naja, nicht gerade abwechslungsreich. Wiederum rechts, links. Aber dann haben wir eine ganz, ganz besondere Kurve. Die letzte. Doppel links, insgesamt etwa 100 Grad Kurve, aber mit zwei Scheiteln und deswegen ganz besonders schnell und auch ganz besonders, ja, ganz besonders im Allgemeinen, wollte ich sagen. So, fahren wir nochmal langsam um die Strecke und dann fangen wir wieder an beim Startpotenzial, beim Start-Crash-Potenzial. Da gebe ich hier eine 2 von 10, weil man eine sehr, sehr große Auslaufzone hat, deswegen muss da schon einiges schief gehen. Das ist Krach. Ich ziehe mal das Überholpotenzial nach vorne, weil wir hier gerade auf dem Raffles Boulevard sind. Wohl die perfekte Stelle hier am Ende mit beim Anbremsen auf diese Kurve hier. Da hat es aber bei einigen Fällen auch gekracht in echt. Da denke ich nur an Webber und Hamilton zum Beispiel. Dann hier, dieser Curb ist richtig, richtig tricky. Da muss man aufpassen. Das wollte ich vorher noch sagen. Und dann kommen wir zum Spaßfaktor, Schrägstrich Schwierigkeit noch. Ah, beim Spaßfaktor muss ich sagen, okay, entweder hier, das Ding heißt übrigens Singapore Sling, ist mir wieder eingefallen. Der Spaßfaktor, ja, entweder man hasst sie oder man liebt sie, die Strecke. Ich bin einer, ich mag sie und deswegen sage ich Spaßfaktor 8 von 10. Und warum hasst man sie, warum liebt man sie? Hier rechts das Theater oder Konzerthalle, irgendwie sowas ist es. Warum liebt man sie, warum hasst man sie? Ja, sie ist nämlich extrem schwer und hat mit 23 Kurven auch die meisten in der kompletten Saison. Zudem ist es eine Stadtstrecke, das heißt, Fehler werden nicht verzeihen, sondern enden in der Leitplanke. Und ja, deswegen Schwierigkeit eine 9 von 10, denn ja, 23 Kurven, das Ganze noch in der Nacht, eng an Haarnadeln vorbei. Jetzt kommt auch noch Cooper, mein Kollege, online. Und, Entschuldigung. Ja, wie gesagt, 9 von 10 ist sehr, sehr spannend. Enge Strecke in der Nacht. 23 Kurven, wo einige dabei sind, bei denen stehen manche die Haare zu Berge, habe ich so das Gefühl. Ja, aber viel mehr gibt es dann auch nicht zu sagen. Alles Weitere wird sich zeigen unter der Woche. Letztendlich dann am Sonntag. Nächste Woche hört ihr wieder Cooper. Wir hören uns in 2 Wochen wieder und mit diesen Worten soll es auch gewesen sein und ich sage Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.